Ja, herzlich willkommen zurück zu Super Mario 2. Abgebrochen, also als neues Spiel für Super Mario Advance 1. Wir sind jetzt in der zweiten Welt. Ach, meine Stimme versagt mir. Welt 2.1. Und die hat's in sich. Naja, geht. Diese Schlange hat's in sich. Erstmal hier runter. Diesen komischen. Ach, verdammt. In Super Mario Advance. Hoppla. In Super Mario Advance 1 konnte man die Schellen mitnehmen und hier überall reinwerfen. Die sind alle dann gestorben, deswegen. Hallo. Du stirbst auch. Halt. Was ist hier drin? Ich mach die ganze Scheiße noch kein zweites Mal mit. Komm, leben. Leben. Münzen. Geben noch mehr Leben. Ja. Gut, die Schlange ist wieder da. Oh, Chilischoten. Das überspringen wir einfach. Ja, man kann da drin untergehen, aber man kann da ja auch mit Peach drüber springen. Was das ist, weiß ich nicht. Das hat sich mir noch nie so richtig erschlossen. Irgendeine feuerspuckende Pflanze. Aber hier müssen wir jetzt gewieft sein. Denn die Dinger verfolgen uns. Und wenn die uns treffen, sind wir ja tot. Diese komischen Scheißgeist. Also müssen wir die genauso auf die falsche Fährte locken. Und dann einfach runter, runter, runter. Warte kurz, hat eben geklingelt. Ach, komm. Ich lach mich schlapp über Klingelstreiche. Komm. Ja, war niemand vor der Tür. Solche Leute hasse ich. Ah. Ausgewichen. Gut, jetzt weiter runter. Ach, da ist die Treppe. Und down. Fall einfach. Und in die Türe. Und ein Endboss. Hallo, Birdo. Ich gehe auf die andere Seite. Jetzt ein bisschen mehr Platz. Du mit deinen Eiern. Sind die wenigstens gekocht? Oder sind's Ruhe? Ja, komm, schieß. Ja, ich wollte schon sagen, du schießt wohl auf der Seite nicht, oder was? Und ein zweites Mal. Komm, Birdo. Ja, schade aber auch. Nee, also ich mir das Herz schnappe, dann sterbe ich am besten noch. Ich kenne mich doch. Dann wäre dieses Level auch geschafft. Ging ja noch flotter als beim letzten Mal. Mit 3 Minuten, was weiß ich, 10. Oh, wir bekommen kein extra Leben. Das ist very schade. Wir nehmen nochmal Peach. Sie kann einfach fliegen. Und wir kommen wieder raus. Plötzlich sieht es hier draußen sehr viel schöner aus. Ja, du wolltest mich verarschen, ne? Hat nicht geklappt. Oh, du schießt auch noch. Uiuiui. Ui, ui. Was ist denn hier? Was haben wir hier denn nettes? Oh, komm, was bringt mir das denn? Den einen Gegner umzunieten, der da ist. Komm. Ja, ein Leben. Ja, diese Leben sind hier essentiell wichtig. Ach, jetzt haben sie mich verarscht. Da hattet ihr mich. Und da habe ich euch. Da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Wow. Oh, 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 oh. Rein. Hier muss ich anscheinend ein bisschen rumbomben. Die sind lustig. Was soll ich das denn machen? Ja, ich dachte, ich wäre klein, aber anscheinend bin ich nicht klein genug.
kann Luigi da vielleicht direkt hochstampfen? Kann er das? Komm bitte runter. Ich würde es auch nur testen. Das teste ich lieber nicht. Nein. Gibt bestimmt schon so seinen Weg, aber den kenne ich nicht. Du stirbst auch. Tree of a kind. Ja. Und ein grüner Pokey, du siehst nicht sehr gesund aus. Wow, zwei von diesen Flammendingern. Wow, und runter. Einfach down. Okay. Dann halt so. Ich will diese Teile umbringen können. Erstmal fett verarschen. Sie tun, als würde ich hier weiter graben. Wenn nicht irgendwo hier. Dann, ja, schön, ich bin gerade ein bisschen ruhig, das tut mir jetzt gerade leid, es ist mir selber aufgefallen. Wir gehen einfach mal links runter, weil rechts sieht so gefährlich aus. Das war dämlich von mir. Das wird jetzt hier fast noch dämlicher. Und wir hätten eh nach rechts gemusst, gut. Damit wissen wir das. Und buddeln. Ein bisschen buddeln, wie früher im Kindergarten im Sandkasten. Immer schön am Buddeln war ich da, nicht. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Das ist echt ein bisschen tricky, weil die Gegner, die verfolgen einen wirklich. Und das ist, also, die verfolgen einen wirklich, das war jetzt vielleicht falsch gesagt. Aber, die sind echt nervig. Ja, da, und da bin ich, habe ich schon wieder nur noch ein Leben. Und da müsste einmal ein kleiner Fehler kommen und schon bin ich down. Das ist mit dem Grab natürlich noch nicht so recht raus. Aber kein Problem. Wir können es ja in langsam spielen. Nein, natürlich nicht. Kämen wir denn dahin? Graben natürlich so schnell wie es geht, immer 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3 und hier runter und noch hier. Ihr dürft schön laufen, ihr Scheißteil. Dann lock ich die hier rein. Grab mich selbst aber hier runter. Hahaha, ist das bestialisch. Das könnte funktionieren. Ach, verdammt doch, ich wollte euch da alle aufeinander setzen. Hat fast geklappt. Und wir haben wieder unseren guten Freund, den roten Birdo? Ja. Das ist der rote Birdo. Was ist der Unterschied? Man muss aufpassen, dass er wirklich Eier wirft. Kann nämlich meiner Meinung nach auch Feuer schmeißen. Das wird jetzt hier ein bisschen fehlig, das möchte ich nicht. Insofern. Versuche ich es einfach normal. Na komm. Da war das Feuer. Und er schmeißt auch ziemlich viele Eier. Muss man aufpassen, immer drei hintereinander. Aber wir haben gewonnen. Lauf. Und rein mit dir. In den Adlerkopf. Na, schade. Wir nehmen wieder unsere Peach. Unsere klassische Erkunderin fürs letzte Level. Kann ich runterbuddeln? Nein. Ich muss erstmal die Treppe rauf. Die Leiter. Ich brauche so eine Treppe. Erstmal schön Leben holen. Nein! Kein Leben! Was machen wir denn jetzt? Wir sterben, das wahrscheinlich.
Hui, Vegetable. Ein bisschen Salat. Krautkopf. Na, was wird das denn hier? Ja, ich muss da oben rein, also finde ich schon mal sicher. Na, wie machen wir das denn am besten? Boah, ist mal irgendein Anhalter. Komm, fahr, lass mich mitfahren. Die lässt mich überhaupt nicht mitfahren. Uhu. Ja, und dann leckt's auch schön. Danke sehr. Mit diesen Lecks kann ich nicht arbeiten. Ja, ich habe schon überlegt, ich brauche meinen PC. Dieser Gedanke kam mir in einem geistreichen Moment. Ja, komm, ich kann auf die Münzen verzichten. Ich muss sie nur hoch. Passt. Bestimmt sitzt sie irgendwo. Ja, wusste ich doch. Ist irgendwo neben, ne? Da ist das Leben. Da ist man frei. Das hätte keinen Sinn ergeben. Ach, da war das alles nur Bonus-Scheiße oder was? Ich hätte davon nochmal ein bisschen weiter gemessen. Ich habe gedacht, oh, da kommt nichts mehr. Hilfe, Hilfe. Da ging es hier weiter. Diese komischen Engel mit ihren Grillzangen nerven mich so ein bisschen. Ja, Poki können wir auch köpfen. Po! Ui, das wird lustig. Halt! Ah, schon wieder die Scheiß! Ne Scheiß. Wisst ihr Bescheid? Na, verarscht. Und dann geht's hier runter. Ja, komm, ich will. Ja, schön, Stern. Jetzt runter, 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 einfach nur runter, runter, geradeaus! Bist aber auch ein Genie, Luigi. Ah, komm, ja. Runter, 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 runter. Down, down, down. Eben war es links. Eben war es rechts, deswegen würde ich mal tippen, dass es diesmal links ist. Dann geht das mal nach runter. Ja, muss da links gehen. Es ist also shit, egal wo man lang gegangen wäre. Man wäre immer hier rausgekommen, um sich... Nein! ...den Schlüssel zu krallen. Jetzt hoch! Das ist jetzt das Wichtige. Ach, du Kacke. Vor allem hätte man noch so viel Narrenfreiheit, was die Bewegung angeht. Ja. Hier hätte man so viel Bewegungsfreiheit. Come on, Mario. You will do it. So, diesmal machen wir es mal besser als eben mit Luigi. Mit Luigi! Ah, Mario scheint schneller zu sein. Das ist ja... Sollte schon mal von Vorteil sein. Damit kommen wir rein! Und damit schnappen wir uns das Shy Guy. Der Gerät schnappen wir uns. Verpisse dich! Ich erwarte nichts. Oh, ein Powerblock. Powerblock, den nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Bam, alles kaputt. Wo ist der Adler? Mach den Mund auf. Ich will rein. Ich will dem Endboss. Ruhig. Mach mich doch nicht. What the fuck? Alter.
Sicher to myself. What the fuck? Ja, aber ich weiß, wie es geht. Wir müssen einfach eben mit diesem komischen Ding da abtreffen. Damit haben wir es auch schon geschafft. Dreimal hat genügt. Und notfalls hätten wir am Ende noch den Vogel davon werfen können. Aber unsere Leben gehen zur Neige. Das geht doch mal nicht. Wow! Aber unsere Leben gehen zur Neige. Das geht doch mal nicht. Verdammt. Klappt kein zweites Mal. Ja, das stört mich irgendwie mit diesem, dazwischen ist der Bildschirm schon plötzlich aktiviert. Komm, ich habe dann gar keine Kontrolle mehr. Ich kann auch nicht Start drücken, dann reagiert er nämlich gar nicht. Ja, das ist ein bisschen behindert. Ich kann versuchen, zwischendurch die Maus zu bewegen, aber das bringt's auch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Kapitel. Dann ist gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.